Herzlich willkommen zurück zur Let's Play 7 Days to Die. So, ich baue mir hier gerade die Sachen. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr. Ich bin ja letztes Mal gestorben, ich Schwachkopf. So, die brauchen wir auch. Jetzt muss ich gucken, Leute, konnte ich die Armbrust schon oder konnte ich sie nicht? Ja, ich kann sie. Wir brauchen ein bisschen Leder, ein bisschen Forge. Ja, das Forge müsste ich mir wahrscheinlich gleich herstellen. Wir müssen mal gucken, wo wir das Leder haben. Wir hatten Leder. Kann auch sein, dass wir da für irgendwelchen Scheiß die Kacke ausgegeben haben. Wie meistens. Weil man braucht ja nichts als Reserve. Ein. Es ist klasse, Leute. Die kann ich nicht reparieren. Also können wir auch keine Autos auseinandernehmen. Also kann ich so auch keine Sachen bekommen. Was kriegen wir daraus? Das kann man auch scrappen. Wir haben auch keine Anziehsachen mehr. Oh, das geht mir auf den Sack. Ein Leder nur, oder was? Ja, nur, das ist ein Scherz sein. Muss denn das hier ein ganz normales Leder haben wir noch, ja. Wir nehmen uns erstmal die Armbrüste von oben mit, die im Bogen. Und hoffen einfach, dass irgendwann das Rezept drin ist, dass wir eine neue Wrench uns bauen können. So, weil hier ist ja ein Bogen drin. Und hier haben wir ja auch die Steel Arrow guten Pfeile mit drin. Zack. Aus Metall. Warum auch immer. Das haben wir. Die haben wir uns hergestellt. Was ist denn? So, jetzt haben wir die auch. Die wird hergestellt. Wie wird das denn hergestellt? Können wir doch eigentlich. Naja, ich weiß, Leute, dass ich das zerruppelt habe, aber ich kann mir ja auch das anziehen. Ne? Haben wir auch meine schöne fette Jacke an. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal hin und gucken nochmal, ob wir vielleicht jetzt die Kisten gerespawnt sind. So. Wir haben jetzt keine Waffe mehr. Wir haben jetzt keine Wrench. Die Wrench, das regt mich auf, weil die Wrench, damit können wir Autos zerlegen und dadurch bekommen wir die dieses Leder. Und wenn wir die nicht haben, haben wir ein mega Problem. Weil die Armbrust ist wirklich schon ziemlich, ziemlich OP hier in dem Spiel. Und ohne die ist das echt scheiße. Nichts. 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 Gar nichts, Leute. Nichts nachgespawnt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Okay, weiter geht's. Scheiße, ey. Und dann müsste ich mir Gedanken machen, ob wir nicht... Da ist die Stadt. Da um hinzugehen, habe ich echt immer so ein bisschen die Para vor. Gerade allein, das ist das Bauernhaus. Mal gucken. So. Meine Fresse, diese ganzen Bäume hier, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß, dass der im Feld rumläuft. Nein. Warum läuft meiner nicht? Kann nicht laufen, Leute. Jetzt kann ich laufen. Warum konnte ich nicht laufen? Ganz ehrlich.
Das ist schön, wenn du dich bewegen würdest, du Scheißvieh. Nicht runterfallen. Tür auf, Tür auf. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Ich wollte nur ein bisschen Holz hacken gehen. Ja, hier will ich. Ich ruf sie. Aber jetzt geht die Boss ab. Und da krabbelt er. Ja, die lebt immer noch. Kann das sein, dass das gerade irgendwie abgestürzt ist? Oh, noch eine Hexe. Irgendwas stimmt auf jeden Fall gerade nicht. Das laggt. Kann ich schon mal sagen. Mir ist auch viel zu warm. Ich muss ganz schnell die Weste ausziehen. Die Jacke. Den haben wir den Kopf weggeschossen. Der Alte muss sterben. Okay. Jetzt geht die Post ab, Leute. Ich komme gar nicht erst bis hier hin. Du sollst durch die Spikes laufen, du Fotze. Fuck, ey. 0 Uhr ist Action. Ich muss die Viecher alle tot kriegen, sonst habe ich echt. Da ist schon wieder eine Hexe. Willst du mich jetzt verarschen, blödes Scheißvieh? Ja, der ist buggy. Ach, die hängen da ja an dem Jägerzaun fest. An dem Stacheldrahtzaun. Und jetzt Ruhe. Alter, wie übel, ne? Alles übel, aber ruppen uns hier gleich auseinander wie so kleine Mädchen da. Alter. Geht mir gerade mega auf den Sack. Ich mach euch fertig, Mutti. Ja, Bauarbeiterhelm und nackig sein. So ist das richtig. Ganz nach meinen Vorstellungen muss das sein. Da muss nämlich alles so wackeln und baumeln. Wieso wird der rot angezeigt? Keine Ahnung. Ist halt so. Ah, jetzt ist es weg, ne? Da komisch irgendwie. Ich glaube, dass irgendwo hier echt gerade ein Bug ist auf dem Server. Aber gut. Werden wir sehen. Wir holen uns nochmal 1000 Klee, dass das auf jeden Fall weggefackelt wird alles. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass wir wirklich Klee kriegen, weil ohne Klee können wir dann auch wieder kein... Leute, kein Forge herstellen und dies und jenes. Also daher... Das ist schon alles vollkommen okay. Was wollte ich denn noch? Ich brauche Klamotten. Und das wichtig.
in dem Sinne. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir für Klamotten herstellen können. Wir haben ja normales Leder oben gehabt. Normalen Leder können wir uns vielleicht auch Klamotten herstellen, oder? Weiß es nicht, Leute. Ich habe noch nie großartig Klamotten hergestellt. Nur es bringt wirklich verdammt viel. Klamotten ist wirklich... Was sind denn diese blöden Lederfetzen? Wahrscheinlich unten in der Kiste. Mein Gott, ey, hier ist eine Unordnung. Ich könnte kotzen. Nein. Nein. Ja. Ja, hier diese Jacken brauche ich nicht anziehen. Da drin schwitze der ja den Pimmelmann ab. So. Gehen wir mal gucken hier. So, hier können wir nämlich Klamotten herstellen. Kostet 5. Also alles 5 in dem Sinne. Gibt's denn noch mehr aus Metall? Das haben wir nämlich noch gar nicht gelernt zum Beispiel. Wir können die herstellen aus Forge und Need Heaven. Also können wir uns nicht herstellen, okay. Need Heaven können wir uns auch nicht herstellen, also weil uns da die Workbench in dem Sinne verfehlt. Also wir könnten die herstellen. Wären 5, 10, 15, 20, 25, 30, wenn es alles 5 kostet. Naja, guck mal, das kostet 10, 5, 10. Also ich würde zum Beispiel sagen, eine Hose. Hose ist okay. Brauchen wir. Brust brauchen wir auch. Füße richten wir auch. Das war's. Kopf haben wir ja eh immer den Bauarbeiterhelm auf. Und dann passt es nämlich auch schon wieder. Jetzt warten wir nämlich, bis die Scheiße fertig ist. Habe ich noch nie gebaut, diese Klamotten. Hose, da. Das ist auch nur ein Armor, also wir haben keine richtige Hose. Also das ist die Pants. Das ist in dem Sinne nur dafür da, dass man mehr Schutz in dem Sinne hat. Nicht, dass ihr mich falsch verstanden habt. Komm, mach die nächste fertig. Dankeschön. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir uns noch ein paar Shorts oder so herstellen können. Sieht ja schon ziemlich geil aus mit dem Bauarbeiterhelm, ne? Feier ich gerade schon ziemlich. Wir haben keine Grassa. Doch, die ja 300. Sehr schön. Haben wir. Das müsste eigentlich eine richtige Hose sein. Ziehen wir nämlich die an. Falsch. So. Dann haben wir nämlich das und das da oben drüber. Ja, bringt in dem Sinne mehr Rüstung hier. Wo kann man das sehen? Wenn ich das ausziehe. Ja, irgendwo konnte man das jetzt sehen, Leute. Warte mal. Irgendwo konnte man das sehen. Ich weiß, dass man das sehen konnte. Nein. Nein. Man konnte das sehen, dass das auf jeden Fall was bringt in dem Sinn. Das sind die aktuellen Temperaturen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Man konnte das sehen. Man konnte das sagen, aber fragt mich jetzt nicht. Wollt ihr euch das jetzt zeigen? Ah, sowas. Also das hier bringt uns da. Radiation plus 6, Fire plus 6,
plus 6, Water plus 15, 40 Sekunden. Und so wären wir in dem Sinne irgendwie etwas stärker. Ich finde das gar nicht schlecht so. So sieht das voll cool aus. Voll cool aus, Mann. Ja, dann können wir das Leder und das erstmal nach oben bringen. Wir müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, dass ich unbedingt eine Workbench bekomme und dann geht in dem Sinne die Post ab. Das könnte man eigentlich hier bei Lebensmitteln dran machen, weil kann man zwar nicht essen, aber da findet man es wieder. Ich sage damit erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei 7 Days to Die. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!